Moin Leute, willkommen zu einer neuen kleinen Runde Startup Company. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben mit unserem Streaming-Dienst. Irgendwie erreichen wir gerade auch den nächsten Meilenstein nicht. Du wirst einleiten und benötigte. Ja, neues. Gut, derzeit. Dauert das ziemlich lang, weil unser leitender Entwickler ein bisschen langsam ist mit dem Frontend-Modul. Wir kommen jetzt auch noch mit dem Netzwerkkomponenten nicht mehr hinterher, weil die gar nicht mehr produziert wird. Das ist jetzt das Wichtigste, dass wir hier eine Netzwerkkomponente bekommen. So, wir brauchen eigentlich wäre ich sogar dafür, dass wir hier wieder einen lassen. Zack, damit. Die kümmern sich jetzt hier auch um. Jetzt der Komponente aber nicht, damit wir noch einen leitenden Entwickler noch holen. Das vielleicht schneller geht. Zack. Der produziert ab sofort die Schnittstellenmodule. Ich glaube, unser Unternehmen geht aber langsam immer in Richtung Pleite. Das wäre natürlich blöd. Aber wir können uns ja Darlehen von 300.000 hier aufnehmen. Okay, für 250.000. Dann aber mit 30% Zinsen. Heilige. Und hier später kommt auch so ein. So das höchste Darlehen 2 Millionen. Da muss man einfach 35% Zinsen zahlen. Das sind täglich 9.000. Aber das Unternehmen muss dafür auch erstmal 4 Millionen wert sein. Krass. Krass, 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 krass. Ja, bei den Unternehmen. Achso, oder die Plattform. Okay, ja, gut, das ist schon eher möglich. Trotzdem investieren wir einfach 4. Ich kann hier leider auch nicht rauskaufen, weil ich nicht so viel Geld habe. Ist blöd. Aber ich kann weiterhin erforschen. Und zwar. Neues Future. Nämlich Werbung. Kostet 500 Scheiße. Das ist blöd. Aber nee, Textanzeigen kann ich schon mal. Damit gehe ich jetzt zwar ein bisschen den Meilenstein voraus, aber ich brauche auf jeden Fall mal Geld hier. Oh. Ja, also. Ich habe leider keinen Mitarbeiterplatz hier mehr. Um mir noch mehr Leute einzustellen, aber okay. So, brauchen wir jetzt erstmal. Okay, wir feuern. Wir feuern den Typen hier. Wir feuern den Typen hier. Nee, ich wollte ja nicht sogar da. Okay, den kann ich nicht entlassen. Den hier war safe, oder? Ja. Du bist auch gefeuert. So, weil da habe ich zwei Plätze frei für den Systemadministrator und Vertriebsleiter habe ich, glaube, die kann ich mir beide noch gar nicht holen, ne? Oh, doch, doch, das kann ich mir beides leisten, das ist gut. Der Vertriebsleiter, der sorgt dafür, dass der die Werbung auch verkauft wird, sage ich mal. Zack, easy. Und dann brauche ich noch ein Systemadministrator. Easy. So, dann verdiene ich mir jetzt auch Geld mit meiner Plattform. Das ist dann ganz geil. So, dafür muss ich jetzt aber noch ganz kurz mal überprüfen, wie viele Aufrufe wir denn hier haben. 250.000 so. 225.000. Muss immer ein bisschen runtergehen, weil das ab und zu hier auch schwankt. Das ist dann jetzt. So, mit einem neuen Server bekommen. Was steht darin? Der produziert fleißig das da. Und gib einmal eine Prämie.
kann ich mir leisten, zum Glück. Und ja, dann geht es hier weiter im Programm. Wie sieht es denn jetzt aus hier? Ja, das sind schon. Das ist schon ordentlicher Preis hier. Wir gehen auf 6C. Gut. Das sind schon mal 42.000 Euro monatlich. Das ist. Die Plattform bringt auch Geld lang. Das ist gut. Wie man hier auch sieht, wird Textwerbung ziemlich schlecht bezahlt. Mit Gramma 2,50 von dem Typ. Von dem Unternehmen. Aber Videowerbung wird er halt einfach mal mit doppelt so viel bezahlt. Okay, wir sollen ein größeres Büro uns besorgen. Das hier wäre der nächste Schritt. Zack. So. Dann gibt es wieder 10 weitere Arbeitsplätze. So, jetzt muss er Frontend-Module herstellen. Davon bitte schön viele. Das sollte eigentlich ganz easy gehen. Ah, nee, du meldest jetzt? Wow, hat sich einfach krank gemeldet. Wo sind wir denn gerade? Wir sind bei Meilenstein 13. Okay, wir müssen noch 100.000 Units erreichen und Future Stufe 20. Dann sind wir dann können wir unsere zweite Webseite erstellen und damit hoffentlich Vermögen verdienen. Das Spiel muss man extrem viel warten. Deswegen habe ich später darauf gesetzt, einfach alles zu kaufen. Das ging mir irgendwie schneller und effizienter. Wo ich schon echt verwundert war, dass dann manche Leute so in Rezensionen geschrieben haben, ja, ey, ich war schon seit nach 2 Stunden Spielzeit fertig. Ich habe das Spiel 30 Stunden gespielt und war noch nicht fertig. Biberflix geht jetzt viral. Aber ich würde sagen, Leute, wir lassen uns in der nächsten Folge wahrscheinlich nicht mehr abzocken. Bis dahin, ciao, ciao, euer Herr Bieber.